erwähnt hier die Al-Aqaba, ne? Also er sagt, ich habe mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich war anwesend mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Nacht von Aqaba. Wie hat er die Nacht von Aqaba hier übersetzt? Er sagt hier, als wir in der Nacht bei Aqaba waren und den Bund bezüglich des Islams schlossen. Das war vor der Hijra. Das war vor der Hijra, als die Vorbereitungen zur Hijra sozusagen stattgefunden haben. Da kamen die Leute aus Medina zur Hajj-Saison, deswegen gab es das zweimal. Die Nacht von Aqaba gab es zweimal, das war in einem gebirglichen Gebiet und da haben sie, hat der Prophet sich mit einigen Leuten getroffen und sie haben ihm den Treueeid gegeben, ihn zu schützen, ihn bei sich aufzunehmen und so weiter. Und das war zweimal. Im ersten Jahr waren 12 Männer da oder 12 Leute, 12 Personen und im zweiten Jahr waren 70 Leute da. Und er sagt hier etwas ganz Interessantes. Er sagt, also sinngemäß, er würde es nicht bevorzugen. Er hat ja an Badr nicht teilgenommen. An Badr hat er nicht teilgenommen. Wir wissen, die Badriyun haben eine gewisse, wie sagt man, sie haben ein gewisses Primat, sie haben eine gewisse Überlegenheit, einen Vorzug gegenüber den Nicht-Badriyun. Badriyun, ja, die Leute, die am Badr teilgenommen haben. Aber er sagt, er würde es nicht bevorzugen, die Anwesenheit in der Nacht von Aqaba mit der Anwesenheit an Badr auszutauschen. Und deswegen, wir sehen tatsächlich, dass die, es gibt Bücher der Sahaba, Tabaqat al-Sahaba, die Biografien der Sahaba, die werden dort nach ihren Vorzügen eingeteilt. Und die Leute der Aqaba werden tatsächlich vor den Leuten von Badr erwähnt.